Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Dicken Preußen. Heute mit dem Erfinder und geistigen Oberhaupt aller Katzen, dem Jens. Hallo Jens. Hallihallo. Und wir haben uns heute mal wieder zusammengefunden, um etwas blöd daherzulabern. Und womit wir am besten anfangen, ist DSK. Kurz. Ja, kann nicht schaden, ne? Ja. Du, endlich werden die Katzen etwas beiseite gedrängt und DSH wird kommen. Ja, also würde ich jetzt nicht unbedingt formulieren. Aber wir denken auch an Hunde. Wie denken an Hunde? Das sind doch viel bessere Tiere. Ich möchte dich da in deinem Glaubenssystem nicht beeinflussen, deswegen lasse ich das mal so stehen. Ich fürchte, ich darf das auch meiner Frau so nicht sagen. Ja gut, aber da habt ihr zumindest irgendwas, was ihr gemeinsam irgendwie Freude daran habt. Ja, die Würfel sind endlich gekommen. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich habe noch nicht verstanden, wie man damit würfelt. Man nimmt die in die Hand und dann beschleunigt man die so horizontal und lässt die dann Danke. Los. Danke. Bitte schön, ich helfe gerne. Wenn die aber dann auf dem Boden liegen, dann ist oben die Kante. Ja, das ist das liegt daran, weil die ja rund sind. Das ist quasi das Designkonzept. Es ist so, dass die Zahl, die mit dem Fuß nach unten zeigt, die, also die richtig rumliegt quasi, das ist die richtig. Hä? Wenn du das also Ding ich muss jetzt nicht hochnehmen und unten drunter gucken. Kannst du auch machen. Stattdessen, also wenn du da Feuer hast, kannst du es auch so verwenden. Die Grundidee ist tatsächlich, es zeigt immer einen, also es sind immer zwei Zahlen oben. Eine steht quer und eine steht senkrecht. Also mit dem Fuß nach unten. Okay. Und die unten nach unten steht, ist die richtige. Es liegt halt am Design, weil das halt so dieses runde, leicht, ja, eigenwillig geformte ist. Deswegen ergibt sich das daraus. Hm. Es sind halt, ja, man kann sagen, es sind Designwürfel. Ja, jetzt würde, glaube ich, meine Designprofessorin würde mich jetzt verhauen. Ja, aber es geht halt auch sehr viel um die Optik und um die Haptik und weniger darum, dass es ohne Erklärung funktioniert. Seit 5000 Jahren oder länger produziert der Mensch Würfel, die ohne Erklärung funktionieren. Wir haben einen gemacht, da braucht man eine Erklärung für, aber die ist nicht sehr kompliziert. Ja, aber jetzt, also wenn man das hört, naja, auf der einen Seite ist es gerade und auf der anderen Seite nicht, hört sich das auch irgendwie logisch an. Es ist schade, dass man nicht gleich darauf kommt und stattdessen hochnimmt. Naja, gut, du kannst auch drunter gucken. Also wenn du Überraschungen magst oder sowas, geht das auch. Also man findet eine Lösung. Naja, ist ja doppelt überrascht dann. Erst weißt du nicht, was du gewürfelt hast und dann ziehst du hoch und dann bist du noch mehr überrascht. Man muss sagen, also diese Würfel haben also quasi per se ja schon eine lange Geschichte. Mhm. Von daher finde ich es auch ein schönes Kuriosum. Ja, also jetzt nicht die Startwürfel, und ich gehe davon aus, die meisten Rollenspieler haben ja sowieso in großen Mengen Würfel aller Art. Mhm. Von daher kann ich das, glaube ich, durchaus verwinden, dass man da erstmal weiß, wie sie funktionieren muss, wissen muss, wie sie funktionieren. So, die deutsche Sprache ist komplex. Ja, und welche Geschichte haben die dann? Die sind ja, also das Crowdfunding war, lass mich nicht lügen, Anfang letzten Jahres. Hm. Und die sollten eigentlich, glaube, Auslieferung war wann? September, kann das sein? Irgendwie so? Kann sein, also ja. Also knapp ein Jahr hier. Ja. Und da hätten die Dinger auch kommen sollen. Das Problem an der Sache ist, es wird etwas kompliziert. Also die Dinger sind bestellt worden, nachdem ein Anbieter gesagt hat, hier, wir haben coole Würfel, wollt ihr die haben? Ja, die sind irgendwie rund und sehen völlig anders aus und die sind voll cool. Und da hat jemand gesagt, ja klar, geile Sache, packen wir ins Crowdfunding rein. Und wie das häufig ist bei Kunststoffdingen, die werden halt in China produziert. Also nicht alle Würfel auf der Welt werden in China produziert, aber wenn man Kunststoffdinger haben will, ist es häufig so, dass der Hersteller irgendwo in China sitzt. Und das ist normalerweise auch nicht so das Problem. In dem Fall wurde es ein bisschen knifflig, weil da relativ lange gar nichts kam, also nachdem die bestellt wurden. Und irgendwann, also nach wiederholter Nachfrage, kam dann ein, ja, schön, dass Sie bei uns bestellt haben. Damit Sie die bekommen können, müssen wir da erstmal Formen für herstellen. Also da kann man die Rückfrage, ja, Moment mal, Sie haben uns ein Produkt angeboten, für die Sie nicht mal Formen haben. Da kam auch wieder mal relativ lange nichts und haben gesagt, ja, nee, die sind weg. Wir brauchen neue, das kostet hier so mal einfügen. Und dann noch mal hin und her, weil solche, das sind so Aluminium-Gussformen, wo halt dann mit Druck irgendwie dieser Kunststoff reingedrückt wird, also wenn er flüssig ist. Und die sind nicht ganz billig.
Und die sind dann jetzt nochmal tatsächlich hergestellt worden, was ein bisschen gedauert hat nach viel hin und her. Dann kam erstmal wieder lange nichts. Dann wurde es irgendwann Ende des Jahres. Und wir wissen ja, was so in der Zeit dann irgendwann passiert ist. Das heißt, zuerst war, das ist Ihnen nicht bekannt, ist ein Klassiker, die Chinesen haben dann ihr Neujahrsfest, ist dann im Januar, meine ich, Januar, Februar rum. Da sind die immer für ein paar Wochen weg, das ist normal. Das ist so ein bisschen so wie bei uns Weihnachten. Ja, wenn ich versuche, irgendwie am 27. Dezember irgendwo auf dem Amt oder in einer Firma jemanden zu erreichen, ist schwierig. Herausfordernd. Ja, es ist halt einfach so. Also es ist halt oder bin ich halt nicht da. Dann, also die ganzen Mitarbeiter fahren dann normalerweise irgendwie zu ihrer Familie, irgendwo aufs Land oder sowas, also wilde Reiserei. Und da ist halt dann in quasi Gesamtschiene sind die Firmen halt mehr oder weniger zu. Und dann wurde das ja verlängert, eben durch die Corona-Situation in China. Das fing dann ja irgendwie so Januar, Februar wurde das ja langsam akut. Das heißt, diese Fabrik wurde nicht wieder aufgemacht, wie viele andere auch. Also die haben ja quasi ihre gesamte Wirtschaft komplett für ein, zwei Monate runtergefahren. Ja. Und das war dann der Moment, wo man, es gibt so Situationen, sage ich mal, im Leben, wo man dann merkt, dass diese Nachrichten, die man normalerweise nur aus dem Fernsehen kennt, die alle mal so ganz weit weg wirken, auf einmal sozusagen zurückkommen, wo man die wirklich an einer eigenen Situation merkt, weil auf einmal keine Würfel mehr aus China kommen. Also das galt für alle Spielehersteller. Ja, also wer Pümpel haben wollte oder Figürchen oder was auch immer, kann man vergessen. Ja, ist komplett Stillstand gewesen. Ja. Und jetzt haben sie dann irgendwann wieder aufgemacht. Dann haben sie wieder ein bisschen gebraucht, bis das ganze Ding irgendwie anlief, keine Ahnung. Und dann haben sie, ich glaube, zwischendurch hatten sie nochmal einen Prototypen geschickt, der hat aber nicht funktioniert, da mussten sie nochmal neu ran. Das war aber, ich meine, das war irgendwann im Oktober, November irgendwann. Da hatten wir nochmal so ein bisschen Heckmeck, weil die ersten Sachen nicht funktionierten. Aber dann irgendwann hatten sie den Shit endlich fertig und dann haben sie es irgendwie in einen Container gepackt und zum Glück ist er hier lebend angekommen. Ohne Piratenüberfall oder Havarie, Raketeneisberge, keine Ahnung. Und ja, jetzt sind sie endlich da. Also die haben schon einen wilden Entwicklungsprozess hinter sich, sage ich mal. Ne. Und ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige bei Ulysses, der sehr froh ist, dass die endlich da sind. Ja, da denke ich mir. Und was war an den ersten so falsch dann? Die erste Charge würfelte irgendwas. Also die blieben nicht einfach nur auf Kipp liegen, so wie die halt das sollen, sondern einfach irgendwo. Also die waren zu rund. Ah, okay. Und da musste man den Leuten erstmal erklären, wie so ein Würfel eigentlich funktioniert, also wozu der eigentlich gut ist. Das war dann so ein bisschen schwierig. Also du meinst diejenigen, die sagten, wir produzieren Würfel, wir haben Würfel ein Angebot, die sind ganz toll. Die haben dann erst gesagt, ach so, unser Dings ist weg, den müsst ihr jetzt zahlen. Und dann haben sie nochmal gesagt, übrigens, was ist eigentlich ein Würfel? Ich vermute, also das ist nur eine Vermutung, ich weiß es halt nicht. China ist ja auch weit weg, man kann nicht einfach darüber fliegen, fragen, was ist los. Ich vermute, es gab einen Anbieter für diese Würfel. Es gibt dann, was sind immer Zwischenhändler? Also du hast ja immer so einen Handelsvertreter, der das quasi nach Europa koordiniert. Mhm. Und der hatte vermutlich irgendwo eine Firma, eine Fabrik irgendwo in China. Ich meine, China ist riesengroß. Das unterschätzt man als Europäer immer. Da gibt es Millionenstädte, die hier keine Sau kennt. Ja, einfach, weil das sind ganz andere Maßstäbe. Und irgendwo in einer dieser Millionenstädte ist irgendwo eine größere Garage quasi, da stehen die Würfel leer. Stell ich mir das vor, keine Ahnung. Und da hat wohl einer gesagt, ja, hier, wir haben so ein Design und das sind so runde Würfel, die sind ganz cool, ich verkaufe die mal. Dann hat er die quasi angeboten und ich vermute, irgendwo in dieser Zeit ist diese Firma wieder verschwunden. Pleite gegangen, zugemacht worden, keine Ahnung. Jetzt hat er aber den Shit verkauft gehabt. Und klar, ich meine, wenn Geld fließt, will man ja auch nicht wieder raus. Also hat er dann irgendwann angefangen zu sagen, ja, ich suche uns jetzt mal einen neuen, ja, der das herstellt. Der hat natürlich keine Ahnung von dem, was er da tun, aber der kann Sachen aus Plastik herstellen. Und daher kommt das vermutlich. Also, dass sie da das einfach... Das hört sich logisch an. Ja, dass sie irgendwie so einen Ersatzmann gefunden haben. Der hat natürlich keine Form, woher auch? Weil der hat dann ursprünglich angeboten. Ja, also musste er erst Formen machen, dann wusste er nicht, wie Würfel eigentlich aussehen oder wozu die gut sind. Der hat dann die aussehen, kriege ich hin. Das ist aber auch nur eine Vermutung von mir. Also es kann auch anders sein, aber es wirkt so ein bisschen so. Aber da kannst du halt auch nicht nachweisen, weil die erzählen das eigentlich auch nicht. Ja, und wie gesagt, man kann halt nicht mal eben die 10.000 Kilometer irgendwie in den Flieger setzen, gerade aktuell sowieso eher schwierig, und dann mal fragen, hör mal, was ist eigentlich bei dir los? Ja, weil selbst wenn du zum Zwischenhändler gehst, hilft dir das ja auch nicht weiter. Das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du halt eine kleine Firma bist und Julius ist halt ein kleines mittelständisches Unternehmen,
Und du machst irgendwas in China, gerade auch in so einer Größenordnung, wo halt, ich meine, da steht ein Wirtschaftsanwalt nicht mal für auf, ja, also für die gesamte Projektsumme. Das heißt, du musst halt nehmen, was du kriegen kannst. Und du kannst dich halt nicht verklagen oder so, das bringt halt einfach nichts. Ja, war halt für alle ein bisschen blöd, aber es ist ja am Ende mit ein bisschen Geduld gut ausgegangen und ich sag mal, es sind ja zum Glück nur die Würfel gewesen. Also wenn das jetzt irgendwas wirklich Spielrelevantes gewesen wäre, dann wäre echt Holland in Not gewesen. Ja, was ich, wenn ich irgendwie, Oktober letzten Jahres irgendwie überfahren worden wäre, ja, dann wäre was schwierig geworden oder irgendwie eine Woche nach dem Crowdfunding oder sowas. Aber so, es sind halt nur Würfel. Also ich meine, es ist trotzdem ärgerlich und ich kann verstehen, wenn man es gekauft hat und man da irgendwie Geld eingesteckt hat, dass man die haben will. Man hat die schließlich bezahlt, völlig in Ordnung. Deswegen, es hat geklappt, es hat ein bisschen gedauert, sind ein bisschen weird, finde ich aber auch cool irgendwo. Damit ist das Ding für mich durch und ich hoffe, alle haben ihren Spaß an diesen der eigentümlichen, etwas knubbeligen Runden Spezialwürfeln. Ja, meine Frau hat sie gleich annektiert. Zum Glück habe ich jeweils zwei Paar bestellt. Ich habe noch nicht... Das ist doch einmal, also es ist ja einmal Set 1 und einmal Set 2. Genau. Aber sind es nicht die gleichen? Ich glaube, die sind farblich ein bisschen unterschiedlich. Die einen gehen eher so ein bisschen ins Grüne. Ja, du hast recht. Das habe ich mich letztes Mal schon gefragt. Und dann jetzt, wo du sagst, ja stimmt, da war die Farbe etwas anders. Ja. Und jetzt kommen Hunde. Auch, ja. Als nächstes steht Fasar-Erweiterung an. Und da kann man auch Hunde spielen. Ja, und was noch? Man kann Katzen spielen, man kann Hunde spielen. Man kann Wüstenfüchse spielen. Ja, weil Fasar ist ja, also es ist nicht wirklich in der Wüste, aber es ist so erst so Felssteppe. Ne? Also ist ja schon ein bisschen höher gelegen. Auch Wüstenfüchse in der Nähe kann man schön spielen. Vierte Spezies, die kommt noch, die verraten wir noch nicht. Wird aber auch ganz witzig, glaube ich. Kommt auch aus der Gegend da. Und ja, man kann die gegeneinander spielen, man kann die miteinander spielen. Das ist vom Setting her auch so ein bisschen gedacht. Das ist natürlich. Und Katzen vertragen sich nicht überall so wirklich gut, aber man kann die auch in einem Team sozusagen zusammenspielen. Ja, das hört sich ja nicht schlecht an. Ja, ich glaube, das ist ganz interessant. Also gerade auch, weil es halt nochmal ein ganz anderes Setting ist. Das ist dieses Thulamidische. Fasar ist ja auch, also gerade Fasar bietet sich auch so ein bisschen an, weil es halt auch so ein bisschen anarchisch ist, also auch auf der menschlichen Seite. Es ist eine sehr gefährliche Stadt für Menschen, weil die sich da auch alle nicht grün sind. Die ist sehr alt, das ist auch immer schön. Die behaupten immer, die wären die Ältesten, aber es behaupten immer alle. Von daher, also die älteste menschliche Stadt, aber das ist halt immer so ein bisschen Diskussionspunkt. Aber sie ist zumindest sehr alt und Fasar ist ja, also Fasar steht ja auf Fasar, weil das ist ja so, so ein Gefühl aus Ruinen quasi, so ein bisschen wie Troja. Ja, mit so Schichten über Schichten über Schichten von Städten, die irgendwann mal abgebrannt und geplündert wurden und neu gebaut und dann ist irgendwo ein Haus eingestürzt, haben sie einfach dann einfach obendrauf ein neues Haus gestellt. Und dadurch hat man halt diese 3, 4, 5.000 Jahre Geschichte, die so aufeinander liegt. Und da kannst du halt auch jede Menge Spaß mit haben, weil DSK ja auch in Arvena schon immer auch so einen mythologischen Touch hat. Ja, also auf der einen Seite hast du halt diese Ebene des Jetzt mit den Katzen und was alles so passiert. Und die haben aber halt auch eine Mythologie, die unglaublich weit zurückgeht. Und da fragt man sich halt auch immer, okay, woher haben die das eigentlich, wenn die erst 5 Jahre alt sind? Und das ist natürlich in Fasar auch super, dass man da schöne Rückgriff machen kann. Und macht ihr das wieder als Crowdfunding oder kommt das normal raus? Das wird wieder ein Crowdfunding, weil der Vorteil ist halt bei Crowdfundings, dass du halt auch so Kleinigkeiten dazu packen kannst. Eben wie Würfel oder Stofftier oder sowas. Die verkaufen sich ansonsten eher so schlecht. Und du musst dir halt, also gerade sowas musst du halt auch in einer bestimmten Menge produzieren, damit das zu einem Preis verkauft werden kann, dass der Fan, dass der Spieler das auch kauft. Weil sonst, also nehmen wir mal die Stofftiere, ja, wenn du davon nur 50 Stück produzieren würdest, wären die pro Stück so sackenteuer. Das würde einfach keiner machen. Und beim Crowdfunding kannst du sowas machen. Da kannst du halt auch, sieht man ja beim DSK, beim ersten DSK-Crowdfunding, mit den Glöckchen und dem Stofftier und den Würfeln und so, da kann man halt viele schöne Sachen mit anstellen. Und den ganzen Zusatzheften. Ja, also sowas wie ein 32-Seiten-Bestiarium kannst du halt als Stück schlecht verkaufen. Das heißt, es lohnt sich eigentlich nicht, es herzustellen, was super schade gewesen wäre. Ich bin sehr zufrieden mit dem Bestiarium. Fürs Fasar wird es auch wieder ein Bestiarium geben. Es wird dicker werden, weil ich riesen Spaß dran hatte.
ja, das Schreiben, es macht also bestialisches Schreiben ist einfach lustig. Ist einfach, also aus Autor sagen, das ist eine super dankbare Arbeit. Und da kannst du halt auch viele, viele Plotaufhänger und Ideen einbauen und so. Und sowas kannst du halt auch, wie gesagt, sehr viel besser machen über ein Crowdfunding. Mhm. Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, ne? Meine ich. Ich kann mich dunkel erinnern. Ja, wir hatten schon mal. Genau. Also es geht halt nicht unbedingt darum, dass Ulysses es sich sonst nicht leisten könnte, die SK zu verkaufen. Aber es ist halt für das System schön, dass man ein bisschen Aufmerksamkeit generiert, was es auch verdient, finde ich. Und wir können eben uns auch, wir können sowas auch anbieten, so Kleinigkeiten anbieten. Ja. Und wann kommt das Crowdfunding dann? Wisst ihr das schon? Könnt ihr das schon sagen? Ja, das ist immer so ein bisschen abhängig von unseren Marketingleuten. Und so wie bei, also wir sind, glaube ich, schon ganz okay weit, sage ich mal. Also es ist noch lange noch nicht fertig, aber wir sind schon gut vorangekommen. Und ich denke mal, dass das vermutlich Anfang nächsten Jahres, also kann man mich jetzt schlecht drauf festnageln, weil ich weiß es nicht und ich kann es auch nicht entscheiden. Aber ich gehe mal von aus, irgendwo in dem Bereich wird es vermutlich, vielleicht wird es doch noch Dezember, weiß ich nicht, glaube ich aber eher nicht. Ansonsten, wie gesagt, Anfang nächsten Jahres sehe ich das schon. Da sind wir mal gespannt. Ja. Der Markus hat ja auch erzählt, Ulysses will die Crowdfundings näher an der Auslieferung haben, sozusagen. Also dann ist ja klar, dass ihr mehr Zeit vorher braucht. Du bist schon mal größtenteils fertig zu machen. Ja, wobei, dass ja gerade bei DSK, wenn man jetzt die Würfel mal weglässt, die sind jetzt ein bisschen außer der Reihe. Aber ich meine, das war jetzt auch ja irgendwie 6 Monate oder sowas. Ne? Ja, irgendwie so. Das müsste im Februar, März, meine ich, wäre das Crowdfunding gewesen. Kann das sein? Oder Januar, Februar, irgendwie sowas? Irgendwie so, ja. Ja, ich müsste es auch nachgucken. Also knapp ist halt, ja, also es geht eigentlich. Also man, natürlich ist es halt so ein bisschen so ein Gewöhnungseffekt. Die sind dann, klingt jetzt irgendwie negativer, als es gemeint ist, und ein bisschen verwöhnt, dass es halt sehr schnell geht. Bei den Crowdfundings, also vom Crowdfunding zur Auslieferung. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger, manchmal dauert es auch viel länger, ja, wenn irgendwas wirklich schief geht. Es kommt immer bei Ulysses. Also ich habe bisher nicht erlebt, dass ein Crowdfunding nicht ausgeliefert wurde bei Ulysses. Das mag bei anderen Firmen, weiß ich das nicht. Aber das war bisher nie ein Problem. Es kann halt manchmal einfach was länger dauern. Manchmal klappen Kleinigkeiten nicht, dann findet man halt eine Lösung. Wie zum Beispiel bei dem Einzelwürfel bei DSK, den ja irgendwie als kostenlose Dreingabe sozusagen jeder Crowdfunding mit Beteiligte, jeder Bäcker bekommen sollte, was sich dann einfach im Nachhinein als nicht sehr praktikabel erwiesen hat. Deswegen ist dann der Glückspilz, das Abenteuer, das gekommen ist, als Ersatz, was, glaube ich, auch ein wertiger Ersatz war. Also nicht einfach nur hier hast du einen Zettel, viel Spaß damit, sondern schon ein vernünftiges Abenteuer. Man ist immerhin 12 Seiten, das ist schon solide. Für Umme, ja, glaube ich, jetzt nicht so beschweren. Sowas passiert da schon mal. Ja, aber dann, wie gesagt, man findet halt eine Lösung. Ja, mit denen, denke ich, die meisten Leute wirklich zufrieden sein können. Aber ansonsten, wie gesagt, ja, es dauert halt manchmal länger. Ne? Also ich weiß, dass die DSA-Redaktion zum Beispiel wegen Torwahl natürlich hart am Ackern ist. Ja, dass das endlich mal fluppt. Schön, dass die jetzt auch nicht so mega glücklich darüber sind. Wäre ich auch nicht, kann ich auch gut verstehen. Aber das ist auch keine böse Absicht für sich. Und wir wollen, je mehr die sich ärgern, desto besser ist das für uns, weil wir leben eigentlich von Ärger. Ja, oder sowas. So die grauen Männer von Momo, so ungefähr. Nur halt nicht mit Zeit, sondern mit Ärger. Wäre auch ein witziges Konzept, aber funktioniert leider so nicht. Ja, Momo kann ja das haben. Wobei, vielleicht bei Fasar, vielleicht sollte man dazu noch anmerken, es ist natürlich so, dass Leute jetzt erstmal in Havena spielen, was ja auch eine coole Sache ist. Und dann die Frage kommt ja immer, neue Location, Runde, Katzen ist ja ganz cool. Aber es hilft mir halt nicht weiter, wenn ich in Havena spiele. Deswegen wird es vermutlich in diesem Crowdfunding auch schöne Dinge für Havena geben noch. Wie die en Detail aussehen werden, gucken wir mal. Aber Planung läuft. Ich glaube, die ersten Sachen werden auch schon geschrieben. Und Havena ist nicht vergessen. Und es gibt auch Verbindungen zwischen Havena und Fasar, die, ich sag mal, reisefähig sind, ohne dass man da irgendwie durch einen halben Kontinent rennen muss. Was halt, wenn man kurze Beine hat, auch schon ein bisschen blöd ist, so als Katze oder so. Das heißt, also auch da muss man sich keine Sorgen machen, es ist nicht vergessen. Na, da bin ich ja gespannt. Ich auch.
Und du hast ja, glaube ich, mit der Nadine demnächst noch einen intensiveren DSK-Podcast mit hinterm Auge. Genau, bei hinterm Auge werden wir nochmal ausgiebiger da einsteigen. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Da wird es dann ein bisschen mehr ins Detail gehen, also mit Fragen und die aus der Community kommen und so. Da wird sich auch ganz spannend. Ja, das denn also für alle die, falls wir releasen sozusagen, wie es so schön heißt, bevor ihr da zu Gast seid, könnt ihr dem auch noch Fragen stellen. Er hat, glaube ich, auf Facebook geschrieben. Wer Fragen hat, soll ihm das stellen. Ja, es wird sportlich. Die sind morgen dran. Also ach, morgen, sehr, ja, das schaffe ich. Ah, dann musst du sehr schnell releasen. Dann, also, wir so gerettet Fragen stellen können. Schade, schade, verpasst. Ja, es ist, wir warten halt nicht schnell genug. Ja, aber es gibt ja ein DSK-Discord, es gibt eine DSK-Facebook-Gruppe, in beiden tue ich rum. Von daher, wenn man da irgendwie noch was aufs Herzen hat oder coole Ideen oder auch nicht ganz so coole Ideen, was auch immer, oder sucht Spieler oder Spielleiter oder so, geht ja auch. Und natürlich auf dem Ulysses-Discord, den soll auch nicht. Ich wollte gerade sagen, da ist, den wollte ich auch gerade sagen, da gibt es ja auch noch genau. den DSK-Teil. Exakt, also auch da kann man mal bei DSK reingucken. Auch da bin ich ab und an vielleicht sogar mal im nennt man das? Im Chat, also nicht im Chat, sondern in einem Sprachchannel. Kann man mal gucken. Meine Frage, wird es einen selbst berechnenbaren Charakterbogen geben, so wie bei DSA? Wenn den wer macht, ja. Okay, dann also gibt's hier natürlich... Ja, ich auch nicht. Ja, ich habe da keine Ahnung von. Wenn das jemand kann, bitteschön. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich glaube auch andere Leute. Es dürfte auch deutlich weniger kompliziert als der DSA-Charakterbogen sein, weil es WGBit nicht. Derjenige dann eh schon dabei ist. Was ich sagen wollte, wenn derjenige eh schon dabei bist, du weißt ja mit Finger, Hand und man nimmt den ganzen Arm, so einen kleinen Bogen für World 20 und für... Vor allem für den Virtual Tabletop Dings da, wie heißt der? Digital Foundry, dieses neue Teil halt. Foundry Virtual Tabletop. Ja, keine Ahnung. Ich kenne World 20, da hört es dann auch wieder auf. Also ich klicke mich da mal rein. Es gibt ja noch, wie heißt das andere nochmal, wo man zahlen muss? Ist das nicht die Foundry? Ja, das ist dieses Foundry. Also neu ist ja gar nicht. Egal. Naja. Achso, du meinst dieses andere Ding, das, das auch so mit Dingern ist. Ich sag mal so, jegliche Art und Form von virtuellem Spiel und Bereicherung des virtuellen Spiels durch Charakterbögen oder was auch immer, freue ich mich drüber. Ich bin technisch völlig unbegabt, was das angeht, deswegen kann ich es nicht selber machen. Aber wenn das jemand machen will, ich glaube, da findet sich dann schon jemand, der das irgendwie organisiert. Jetzt fällt mir wieder ein, der heißt Fantasy Grounds. Und da gibt es auch noch Map-Tool. Und dann gibt es noch irgend so ein anderes Teil, so eine Roll20-Alternative, das nahm ich auch wieder irgendwie. Also es gibt ganz viel. Es gibt da mittlerweile jede Menge, ja. Ja. Ja, ich persönlich würde mich natürlich eher freuen, wenn es auf den Sachen ist, die ich nutze. Also jetzt den Foundry und dann noch Roll20. Ja, mal gucken. Ja, also unsere Wünsche sind mannigfaltig. Ja, wie häufig. Ja. Ja. Und wo wir bei Wünschen sind, wir wünschen uns ja eigentlich, dass wieder eine Con stattfindet. Das war eine wirklich elegante Überleitung. Ich bin also Respekt. Ja, danke. Ich bin jetzt auch ganz begeistert von mir. Also ich muss ja gestehen, manchmal mache ich mir selber Angst, so toll bin ich. Ich würde dir auf die Schultern klopfen, wenn mein Arm nicht so kurz wäre. Ja, virtuell. Cons. Im Moment ist ja alles online. Die Ulysses Online-Con war jetzt gerade erst. Es gab auch über Pegasus, die hatten die Conspiracy gemacht. Mhm. Und jetzt sind auch, glaube ich, einige andere Cons alle online. FeenCon hat vorgelegt. Ich glaube, NordCon auch. Da bin ich mir gerade einfach nicht ganz sicher. Ich habe die Online-Cons nicht alle so nachverfolgt. Von daher, ja, es wird fleißig wieder gekonnt, hauptsächlich online. Es gibt, glaube ich, jetzt dieses Wochenende, also für die, die jetzt zuhören, ein vergangenes Wochenende,
den ersten Testlauf für einen, ich sag mal, regulären Offline-Con, so mit Halle und so. Okay. Mal gucken, wie es wird. Kann ich nicht einschätzen. Also es gibt wohl irgendwie dann so ein Hygienekonzept und sowas. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Man macht sich durch so immer so ein bisschen, ich gehe halt nicht dahin, weil es für mich ein bisschen weit weg ist. Aber man macht sich halt auch so ein bisschen Sorge, wenn das wirklich sollte das in die Hose gehen, haben wir halt ein Problem. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich wünsche denen da allen nur das Beste. Mal gucken. Aber ansonsten, ich glaube, alle anderen Veranstalter, ich glaube, selbst der Dreier-Ich-Con, glaube ich, planen digital aktuell, weil es halt schwierig ist, sage ich mal. Ne? Na, und war die Ulysses Online-Con eine erste Online-Con? Für mich? Ja. Ja, tatsächlich. Also ich habe mir bei den anderen mal so ein bisschen reingeguckt, was die so machen, aber ich habe da nicht großartig was selber gemacht, aus verschiedenen Gründen. Und ich muss sagen, also es hat erstaunlich gut funktioniert. Auch Katharina Wagner hat da, die das zum guten Teil oder ich glaube fast komplett organisiert hat, hat dann tolle Arbeit geleistet, auch das alles irgendwie zusammenzuhalten. Die ganze Rasselbande, ja, wenn irgendwie 30 Leute in 50 verschiedene Richtungen davonlaufen. Ja, die Rattenkönigin wird es ja genannt. Genau, die ist da, glaube ich, echt rotiert. Und daher habe ich da unglaublich großen Respekt vor, das gemacht zu haben. Das war, glaube ich, ein ganz schöner Akt. Und auch das Technikteam und die ganzen, also eigentlich alle Beteiligten. Weil ich meine, es gab ja nicht nur diesen reinen Online-Con im Sinne von, wir haben Discord und da wird halt gespielt, sondern es gab ja durchgehend Streaming, 53 Stunden am Stück, was halt schon eine echte Hausnummer ist. Auch noch international, also da waren ja die Amerikaner mit dabei, die dann quasi unsere Nachtschicht übernommen haben, also deren Tagschicht. Und das war schon echt cool. Also muss man wirklich sagen, die haben dann zwei oder drei quasi quasi Studios aufgebaut, so improvisierte, die halt entsprechend auch in den großen, also in den Lagerhallen waren, damit man da auch vernünftig durchlüften kann und sowas, dass das nicht alles aufeinander prügelt. Und das war schon beeindruckend, was die da auf die Beine gestellt haben. Da bin ich ja nur ein winzig kleines Rädchen in dem Fall gewesen. Ich habe versucht, auf der Con viel einfach präsent zu sein. Weil ich also einfach in irgendeinem Channel, also ich habe meinen eigenen Channel gehabt quasi, der lustigerweise auch sehr weit oben war in der Discord-Liste, also in der Channel-Liste. Der war ganz oben, also nach dem Willkommensdinger. Genau, warum auch immer, fand ich aber ganz witzig, weil für mich ist ein zentraler Teil einer Convention, dass man da rumlümmelt und sich mit Leuten unterhält. Also klar, man kann Workshops machen, das ist auch cool, man kann Spielrunden machen, aber einfach so dieses Dasein, einfach mit Leuten fachsimpeln, und Ideen austauschen und Meinungen austauschen und sowas, einfach ein bisschen Blödsinn reden oder so, ist auch in Ordnung. Das finde ich einen ganz, ganz zentralen Teil. Und das geht halt normalerweise auf so einer Online-Con oder sehe ich das Risiko, dass es so ein bisschen untergeht, weil halt Leute einfach in den Discord gehen, wo halt ihre Spielrunde ist und das war's dann. Und ich glaube, das hat bei der Ulysses Online-Con gut funktioniert. Wir hatten da auch Besucher unterschiedlicher, also das ist ja eine internationale Veranstaltung gewesen, mit Briten und Amerikanern und unterschiedlichen Leuten, die da alle so zugange waren und die halt auch sich unterhalten haben. Das heißt, es war also auch durchaus eine wirklich internationale Veranstaltung. Nicht nur durch die Leute, die halt das veranstalten, sondern auch die da waren und miteinander kommuniziert haben. Also ich fand's cool. Das war jetzt für mich auch die erste Online-Con. Und ich muss ja gestehen, ich bin ja nur auf exklusiven Cons bis jetzt. Also eigentlich war ich, Rollenspiel-Cons war ich bis jetzt nur auf dem KAK. Und jetzt am Wochenende wäre ja die Redcon gewesen. Kleine Anekdote. Booking hat mir gestern eine Nachricht geschrieben und er hat gerade gefragt, ob ich schon gepackt habe, weil ich ja mein Hotelzimmer reserviert habe. Ja, ich habe Glück gehabt, ich konnte es noch kostenfrei stornieren. Ja, aber zur Online-Con, ich fand das auch ganz witzig. Ich fand das ganz schön, so aufzuwachen mit dem Stream. Mit Jens und Timo? Nee, wie heißt er? Also den vom Gasthaus zum rollenden Würfel. Ja, Namen darfst du mich nicht fragen. Mein Namensgedächtnis ist bei Menschen, die noch leben, sehr schlecht. Ja, ich bin auch froh, wenn ich mir meinen Namen merken kann. Ja. Und jetzt steht bei dir hier immer nur Eismann. Und dann überlege ich immer, okay, jetzt muss ich ihn gleich begrüßen. Wie heißt der Typ nochmal? Ja, es ging schon. Hallo, du da. Ja. Jens geht inzwischen. Mit dem Nachnamen muss ich immer noch überlegen.
Ist wie der Radfahrer. Ja, es ist wie der Ulrich Schmidt, nur mit Vornamen. Also deins ist der Nachname. Oder so. Ja, aber das schreibt man falsch. Deswegen wie der Radfahrer. Ja, ja, mit einem L, ja. Jan Ulrich, Jens Ulrich, ist alles dasselbe. Ich bin nicht so schnell. Das ist aber alles. Naja, er war ja auch nicht immer so schnell. Okay. Online-Con, genau. Also ich fand es schön mit diesem Stream schauen. Der lief dann eigentlich den ganzen Tag, als wir dann gespielt haben. Also ich habe auch an zwei Runden teilgenommen. Da haben wir dann halt nicht geguckt. Deswegen ist mir dein Pendel leider durchgerutscht. Aber den hole ich noch nach. Der ist ja jetzt auch YouTube inzwischen. Genau, der ist bei YouTube online. Den kann man, glaube ich, auch finden. Warum ist eigentlich Twitch und YouTube, warum ist da irgendwie immer eine Woche oder noch mehr Zeit dazwischen? Ist das da irgendwie, man muss Twitch das eine Woche laufen lassen und dann darf danach erst woanders hin, oder? Irgendwie sowas. Also die Twitch hat da irgendwie ganz wüste Regeln, wenn man gerade was irgendwie dann Weiterverwertung angeht und sowas. Ich blick da nicht durch, ich habe da keine Ahnung von, muss man andere fragen, aber irgendwie so in die Richtung ist das. Okay. Das sind diese neuen Medien und so. Ja, diese neuen Dinger. Wobei, also Twitch kriege ich ja noch hin. Also ich fühle mich manchmal auch ganz schön alt. Vor allem bei uns, unsere Nachbarn sind jetzt alle jung. Also Mitte 20. Ich bin jetzt schon Mitte 30. Und da fühle ich mich immer alt irgendwie. Das wird schlimmer. Das kann ich dir sagen. Boah, hättest du nicht sagen können, das wird nicht schlimmer, es wird besser oder so? Wenn der Bart grau wird, dann ist die Jugend verloren. Ich weiß nicht, du kannst im Discord, siehst du meine Kamera, oder? Siehst du dieses Haar? Ich spotte über dieses eine Haar. Ja, es sind aber mehrere. Es sind bestimmt schon ein halbes Dutzend oder so. Oder noch mehr. Ja. Die Jugend von heute. Ja. Wer bist du jetzt? Ich bin, lass mich kurz überlegen, 43. Ja, okay. Geht ja auch noch. Also, geht ja auch noch. Sollte jetzt nicht schlimm sein. Ich hab das schon verstanden. Also, du bist noch nicht ganz alt. Das ist, glaube ich, Definitionsfrage. Das stimmt. Bei mir auf Arbeit haben wir jetzt einen ehemaligen Azubi, die ist jetzt 21 oder 22 geworden. Tja. Und ich halte es da wie die alten Ägypter, die in das eine Grab mal reingeschrieben haben, die Jugend von heute ist verdorben und wir werden alle sterben. Ja, so ungefähr. Das ist eine sehr, sehr grobe Vereinfachung, aber wir nehmen es mal so hin. Wieso? Weißt du da genaueres? Ja, aber ich glaube, wir sind schon so weit weg vom Thema. Wenn es noch weiter weggehen, dann wird das einfach nur lustiges Gerede alter Männer. Das ist zwar auch spaßig, aber nicht sehr zielführend. Ja, gut. Dann erzähl mir von deiner liebsten Con, die du je mitgemacht hast. Oh, das ist schwer. Es sind so viele. In Bayreuth war mal eine. Komm aber gerade nicht auf den Namen. Die war lustig, das war irgendwie 10 Jahre her. Es gab noch eine, irgendwo in Nordbayern, bei Nördlingen hat man mal eine. Das war irgendwie Brot und Spiele. Die haben irgendwie an die Leute, die da waren, dann, also die sich irgendwie beteiligt hatten inhaltlich, dann so komische Figürchen verschenkt, so aus Gips und sowas war auch. Also es gibt, weiß ich nicht. Also ich würde auch allen anderen jetzt irgendwie oder vielen anderen Unrecht tun, wenn ich das sagen würde, das war irgendwie die geilste oder das war die schönste, weil gerade so die kleineren, wo man halt merkt, dass die sich richtig, richtig viel Mühe geben, wo halt vielleicht die Übung noch nicht da ist oder die einfach ein bisschen rumprobieren. Das finde ich immer ganz cool, ja, wenn man das, weil das immer so ein bisschen auch was sehr Familiäres hat. Na dann, was ist deine witzigste Begebenheit von einer Con? Es gibt viele bizarre Dinge, die auf Conventions geschehen. Ich war ja Shadowrun-Autor früher, für Fantasy Productions noch und habe da auch eine Zeit lang das Support-Team geleitet. Das waren Shadowrun-Autoren, die dann halt von FanPro zu Conventions geschickt wurden und so. Und wir haben auch sogenannte Multi-User-Runs veranstaltet. Das waren Abenteuer, wo gleichzeitig drei Gruppen im gleichen Setting mit drei Spielleitern zugange waren und die waren dann über so Babyfone verbunden, damit man sich immer abstimmen konnte, wer ist gerade wo, mit welcher Gruppe. Und wer macht gerade was. Was halt immer dazu führte, dass immer die eine Gruppe der anderen Gruppe das Leben schwer gemacht hat, indem sie halt irgendeinen Scheiß gebaut hat, was halt deren Konsequenz dann immer bei der anderen angekommen ist, ohne dass sie das wussten. Das war also immer mega spaßig. Es führte meistens dazu, dass mindestens eine Gruppe stirbt, auf eine bizarre Art und Weise. Und ich kann mich daran erinnern, das muss auf der Nord
Con gewesen sein. Damals noch in dieser Halle, in dieser Stadthalle, was es war. Da waren so, und wir haben uns dann wie unterhalten auf dem, im Treppenhaus, weil wir immer so zwischendurch kurze Besprechungspausen hatten, damit man nochmal besprechen kann, wo ist dein Team gerade, was machen die da gerade, was werden die als nächstes vermutlich tun und wie sieht es zeitlich aus? Das ist ja auch eine Timing-Frage. Also brauchst du noch was länger oder können wir weitermachen oder muss ich irgendwo ein bisschen schieben, damit die Stelle vorankommen? Und wir unterhalten uns da gerade, da kam ein junger Typ hoch, ich weiß nicht, damals, weiß ich nicht, 20 oder sowas, 18, 20, kam zu uns hoch, schüttelte Frank Werschke, dem damaligen Chefredakteur für Shadowrun, die Hand, quatschte den kurz zu, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, und verschwand wieder. Und dann, eine halbe Stunde später, schallte es dann dieses Treppenhaus hoch. Ich habe Crazy die Hand geschüttelt. Also so ekstatisch. Ja. Und wir standen halt da oben, wir haben es halt gehört. Ja, und haben uns halt wirklich bepisst vor Lachen, weil das halt so völlig bizarr war. Ja, so eine Art Miniatur-Fan-Kult. Mhm. Das war schon weird. Oder einmal hat der Mantelman, ein Rollenspielladenbesitzer aus Limburg, hat bei Crazy mal auf der Feencon seinen Würfel an seiner Stirn gerieben und der bei eBay verkauft. Als an der Stirn von Crazy geriebene Würfel. Also sind da absolut schmerzfrei und es ist eigentlich immer witzig. Es passieren immer schöne, interessante oder lustige Sachen auf Convention. So meine Also eben gerade so ein bisschen nebenher, wenn man halt nicht immer nur in der Spielrunde sitzt, sondern auch mal so ein bisschen nebenher drumherum guckt und so die Leute beobachtet und so. Ja. Auf Cons, wie gesagt, meine Erfahrungen mit Cons sind der KRK. Da gibt es auch immer diese multiparallele Abenteuer. Mhm. Sind die besonders geil? Weiß ich nicht. Also, das sind sozusagen die Nachfolger oder die DSA-Version des Multi-User-Runs. Die ist dann später von den Alvaranianern, die es damals noch gab, übernommen worden. Das ist das Support-Team für DSA von Fenpo damals noch. Die haben es dann auch angefangen zu machen. Ein bisschen auf eine etwas andere Methodik, aber es war der Grundidee dasselbe. Und es ist, glaube ich, schon ein besonderes Erlebnis, weil man eben weiß, da sind noch andere. Ich weiß nicht, wie die das genau machen, also ob die Chance besteht, dass die sich wirklich mal treffen, was halt immer so ein bisschen schwierig ist, weil dann hast du irgendwie 12 Leute im Raum, die alle durcheinander reden. Das ist also sehr schwer zu koordinieren. Deswegen, wenn man das, zumindest bei uns, haben wir das mal so ein bisschen versucht zu vermeiden. Oder wenn das passiert, immer so Sprecher bestimmt, also wenn einer quasi reden durfte, weil sonst gab es halt immer Chaos. Und zumindest bei Shadowrun war halt auch immer im Hinterkopf, wenn wir Glück haben, dann überrumpeln wir eine andere Gruppe und können die umtreten. Also nicht, weil wir müssen oder weil das unser Job ist, sondern weil es geht. Ja, weil es natürlich schon allein die Möglichkeit ist, tun zu können, ja, eine andere Gruppe zu treffen und die über den Haufen zu schießen, gerade bei Shadowrun, ja, verlockt natürlich. Auf der anderen Seite ist aber natürlich das Risiko dabei, dass die anderen das auch machen. Das heißt, du hast ein deutlich höheres Sterberisiko, weil es halt keinen Filter gibt. Weil NSCs, die treten halt nicht nochmal nach, ja, oder sprengen dich sicherheitshalber noch in die Luft, nachdem sie sich über den Haufen geschossen haben. Spielercharaktere machen das, weil Spieler ganz schön arschgeigen sein können. Und ich glaube, das war immer so ein bisschen dieser Hintergedanke dabei oder irgendwie so diese Idee, es könnte passieren und das ist halt mega riskant und gefährlich, ja, und im Multi-User-Rat sterben auch die reihenweise Charaktere, was durchaus auch der Fall war, auch weil die einfach auch mit Ansage hochgradig unfair waren. Wir haben auch immer Ersatzcharaktere da gehabt, wenn man sagt, nee, ich will meinen eigenen nicht riskieren. Da hatten wir halt immer so Archetypen und sowas dabei, solche Fertigcharaktere, haben aber die meisten gar nicht genommen. Also die wussten, die gab es, aber die haben doch verzichtet, haben gesagt, nee, ich will das Risiko, ich nehme mal einen Charakter, weil es dazu gehört. Also es gehört eben zum Multi-User ran, dass man sterben kann. Ja, und es eben keine Bremse gibt und keinen Filter und kein, ich mache jetzt nochmal, ja, oder der Spieler hat aber schon einen retten oder sowas. Das gibt es halt nicht. Und das hat immer auch, glaube ich, beim Multi dazugehört. Beim MPA, bei DSA weiß ich nicht genau. Ich habe nie selber damit mitgespielt. Dabei ist ein bisschen anderer Geist an der Sache. Das ist halt eher so ein bisschen das Kooperative. Was halt bei DSA auch mehr Sinn macht, bei Shadowrun ist es halt konfrontativ. Aber ist, glaube ich, schon eine eigene Erfahrung. Und ich glaube, es ist auch, also es ist sehr beliebt, offenkundig, weil es sind immer voll, es wird immer ausgewürfelt, wer mitspielen darf, weil sonst geht es halt einfach nicht. Was auch sinnvoll ist, ist halt einfach die fairste Sache.
Es gab am Anfang, auch bei den Multis, häufig, also da wurden die einfach ausgehängt, so wie alle anderen Runden auch. Und da ging es dann am schwarzen Brett teilweise zur Sache. Ja, also ruppig, ja, und da ist schon mal der eine oder andere Ellbogen ausgefahren worden, deswegen haben wir das dann irgendwann sein lassen, weil das ging halt irgendwann nicht mehr. Und haben wir es nicht ausgewürfelt. Nur auf einer Convention machen. Also da brauchst du halt mindestens 20 Leute für. Ja, na gut, da ist es ja dann eine Con prädestiniert dafür. Ja, wobei, inzwischen könnte man sowas online machen. Ja, also klar, also im Online-Spiel ist immer was anderes. Ich bin hadere noch so ein bisschen damit. Also ich finde Spielleiten online anstrengender, weil mir so ein bisschen die nonverbale Kommunikation fehlt. Ich kann das schlechter einschätzen. Und ich kann auch schlechter, also ich bin nicht gut da drin, die Leute sonst dann anzuspielen. Also ich mache es meistens nonverbal, ich gucke Leute an, dann im Prinzip, sag mal was, oder du bist jetzt dran oder sowas, und das fällt halt alles weg. Und dadurch ist es für mich ein bisschen mühseliger, uns anzuleiten. Aber hast du online auch schon mit Kamera gemacht oder nur ohne? Bisher ohne. Vielleicht ist es mit besser. Ja, einiges. Also ich habe früher, damals, vor, keine Ahnung, 8 Jahren oder so, habe ich dann auf der Drachenzwinge, es lief ja dann über TeamSpeak, DSA gespielt, Shadowrun, Warhammer. Das war mal ganz schön, aber da fehlte mir auch mal irgendwas und dann bin ich wieder zu einer Tischrunde gewechselt und beziehungsweise ich habe dann selber eine Tischrunde organisiert und die ist jetzt ja auch wieder online, aber wir machen sie nur mit Webcam und das hat sich auch jeder eine besorgt, den auch keiner hatte. Damit ist es viel, viel besser, weil du kannst die anderen dann wieder in den Augen gucken. Also du kannst zwar nicht sagen, also so auf einen zeigen und so, du da, du, weil das fühlt sich halt jeder angesprochen. Das geht nicht, aber ich muss sagen, mit Kameras geht's und unsere Hexenrunde ist auch, dadurch, dass wir vor Ort keinen mehr gefunden haben, haben wir jetzt zwei aus Kassel oder Richtung Kassel da hinten dabei. Und ohne Kamera wäre es nicht so schön. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Und die DSK-Runde ist auch online, wobei das auch im Moment mit Corona eher zusammenhängt. Die Katha hat sich da ans Herz gefasst und meistert für uns hier. Ach, sehr löblich. Ja, noch wohnt sie ja nur 4 Straßen weiter weg, aber ist halt trotzdem online. Aber ja, es macht Spaß. Und besser als nicht spielen. Das ist richtig, ein bisschen wie Pizza. Ja, also wenn es gut ist, ist es wirklich gut. Und wenn es schlecht ist, ist es besser als nichts. Ja, so könnte man das auch sagen. Ja. Ich muss auch sagen, am KRK habe ich dann bis jetzt immer das Glück gehabt, dass ich bei, es sind bestimmt alle Spielleiter gut, ich kann es nicht beurteilen, weil ich noch nicht bei allen gespielt habe. Aber ich habe dann immer die kurzen Runden gemacht, also es war dann mal vormittags oder nachmittags. Und dann immer bei anderen, klar, also dann deswegen immer verschiedene Spielleiter. Und ich finde es immer sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich wie jeder Spiel leitet. Du findest kaum einen, der das gleich macht. Und so auf einer Con hast du da gleich noch eine bessere Möglichkeit, ganz viele verschiedene Spielleiterarten, die aufzusaugen. Ja, definitiv. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Element auf Conventions, dass man einfach schauen kann, wie spielen andere Leute, wie spielleiten andere Leute, im Guten wie im Schlechten. Also du kannst halt Pech haben und kommst in eine Gruppe, wo du denkst, passiert ja eigentlich. Aber das kann interessant sein, also zu beobachten, wenn es halt nicht funktioniert, warum funktioniert es nicht oder warum gefällt mir das persönlich nicht, wie würde ich es anders machen? Du kannst dich auch, gerade wenn du halt eine gute Runde hast und coole Leute und einen Spielleiter, kannst du halt auch gucken, wie macht er das? Ja, also warum finde ich das cool? Warum finde ich es gut, was er da macht? Hat er ein gutes Pacing? Schreibt er schön? Hat er die Regeln im Griff? Macht er irgendwas Spezielles? Das ist ganz interessant, ja. Und ich glaube, das ist so im Sinne der Hobbyfortbildung, glaube ich, durchaus so eine Convention echt hilfreich. Einfach so ein bisschen aus dieser Gewohnheit rauszukommen. Weil es gibt halt auch meiner Erfahrung nach immer noch Runden, was jetzt auch erstmal nichts Schlechtes ist, das ist keine Kritik, ja, die halt, sie treffen sich halt seit 30 Jahren einmal im Monat. Spielen halt dann, ich DSA 1 oder sowas, ja, oder was auch immer, haben wir eher Spaß mit, das ist doch ganz cool. Ja. Aber da ist halt dann so ein bisschen, also das entwickelt sich halt nur in einem begrenzten Rahmen, weil einfach dann so die Erfahrungen nach außen fehlen, der Austausch fehlt so ein bisschen. Und das kann, glaube ich, ganz interessant sein, zu sehen, dass es völlig andere Arten des Spielens gibt
Und nur weil es anders ist, heißt es nicht zwingend, dass es falsch ist oder schlecht ist. Ja, aber gut, es gibt ja nicht diese Rollenspielpolizei. Man hört immer nur von ihr, aber die gibt es ja zum Glück nicht. Wenn du das sagst, dann funktioniert die Geheimhaltung also noch. aber auch mal ab davon. Also es ist halt so, es gibt ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Rollenspiel funktioniert. Es wird sehr unterschiedlich gespielt. Wenn es nur ist, die Rolle des Spielleiters oder wie erzählt wird oder wer erlebt, wer gestaltet die Handlung und so weiter. Es gibt ja ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Es ist halt so, wenn man eine Art des Spielens hat und die halt praktiziert über Jahre hinweg und man kennt vielleicht auch gar nicht die anderen, geht man erstmal davon aus, das, was ich mache, ist Rollenspiel und alles, was abweichend ist, ist erstmal suspekt, weil die machen das halt nicht richtig, weil ich weiß ja, wie es geht. Ja. Und diese Erfahrung festzustellen, man kann es völlig anders spielen. Ich muss es nicht immer gut finden, ja, aber man kann es völlig anders spielen, man kann das erzählerisch machen, man kann das als Dungeon Crawl spielen, man kann das als Geheimstory spielen, was auch immer. Es gibt da ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Methoden und so. Das ist, glaube ich, echt was wert. Und da sind Conventions einfach das Nonplusultra. Ja, andere kennenlernen, andere Systeme kennenlernen, andere Spiele kennenlernen, vielleicht auch mal mit dem Autor seines Lieblingsspiels reden, wie der sich vielleicht bestimmte Dinge oder die Autorin, wie sie das gedacht haben. Ja, und ganz wichtig ist, man kann dem Autor endlich sagen, was er alles falsch gemacht hat. Kann man auch machen. Ja, auch alles schon erlebt. auch teilweise bei Dingen, mit denen ich überhaupt nichts zu tun hatte, auch schon erlebt. Also gerade zu meiner Shadowrun-Zeit, nicht ungewöhnlich, wenn Leute irgendwie erstmal sehr ausgiebig erzählt haben, warum das alles scheiße ist und warum ich das nicht anders mache. Und ich so, ja, ich habe das Buch nicht geschrieben. Also selbst wenn ich wollte, das ist eine Übersetzung in den USA hergestellt. Das wird ein bisschen schwierig. Das kannst du mir jetzt alles erzählen, aber das wird, also das ist vielleicht für dich emotional wichtig, aber ansonsten wird das nichts ändern. Weil, also selbst wenn ich das sagen würde, würde es keinen jucken. Das ist bei DSK ein bisschen anders, aber da ist es bisher auch in der Form noch nicht passiert tatsächlich. Aber da ist halt auch, also die Con-Saison ist halt auch, das hat die Erscheinung, das ist dem Erscheinen so ein bisschen dünn. Deswegen, ja. Übrigens, jetzt ist mir wieder eingefallen, ich habe vorhin erzählt, ich war mal irgendwann irgendwie irgendwo und jetzt weiß ich wieder, wo ich war. Und zwar, das war eine Con hier in Nürnberg, das hat der Nevin, ich hoffe, dass er Nevin hieß. Wenn nicht, du weißt, wen ich meine, falls er hier zuhört. Der hat so eine Con hier in Nürnberg organisiert und das war meine erste Rollenspiel-Con. Und da habe ich Shadowrun kennengelernt und ich habe es sogar weitergespielt. Ich habe natürlich auch das allererste Mal Shadowrun auf einer Convention gespielt. War eine richtige Kackrunde. Die war wirklich fürchterlich. Es war irgendwie, was war auf der Exxon Valdez, also diesen Öltanker, der irgendwie kavariert ist. Und Moment, das Abenteuer oder? Nicht die Con. Wäre auch witzig, aber nee, das war irgendwie auf der Feen-Con. Das muss mindestens 20 Jahre her sein, 22. Lange her, damals. Da waren wir noch jung. Ja, da habe ich das erste Mal Shadowrun gespielt. Es war irgendwie auf diesem Schiff, es war ein Geisterschiff und da passierten irgendwelche Sachen und es war halt total weird shit und ich habe überhaupt nicht gerafft, was passiert. Und habe gedacht, wisst ihr was, also ich bin dann auch mal weg. Ne? Hab dann irgendwann mitten in der Runde die Runde verlassen, weil irgendwie, es waren auch irgendwie 8 Leute oder sowas am Tisch und es war also auch schlecht organisiert und ich habe die Hälfte der Zeit mal zugeguckt, weil irgendwie die Handlung woanders stattfand und habe gedacht, ach, weißt du was, also so dringend ist es auch nicht. War mal eine schöne Erfahrung, aber ich bin auch mal, ich gehe woanders. Was ja auch okay ist. Auch das kann man schon mal machen, wenn man feststellt, die Runde funktioniert nicht, geht mal. Das war vielen Dank, aber ist nicht mal eins, wer sieht man sieht sich. Und deswegen, also lustigerweise, also mein erster Kontakt mit Shadowrun war damals nicht sehr positiv. Und ich war auch nicht wirklich davon überzeugt, dass das irgendwie Sinn macht. Aber deswegen hast du gesagt, du schreibst was dafür, damit es endlich Sinn macht. Nö, das ist schön wär's. Nee, also das war dann in der Privatrunde haben wir dann gespielt und dann haben wir auch Shadowrun gespielt. Da ging das dann, weil es dann andere Herangehensweise war. Das war da schon so ein bisschen, ja, ich kann jetzt nicht sagen, ob es eine schlechte Runde war, aber es war eine Runde, die mir nicht keinen Spaß gemacht hat damals. Da waren wir halt noch jung. Ne? Da hatten wir noch andere Prioritäten. Ja, damals. Mal eine ganz andere Frage. Wie bist du das erste Mal zum Rollenspiel gekommen?
Im Zivildienst, den gab es damals noch. Da war ein Typ irgendwie in der Verwaltung vom Altenheim, der hat irgendwie Rollenspiele gemacht und das hat mich irgendwie interessiert. Da hatte ich irgendwie so ein also ich war nie so der Fantasy-Fan vorher, aber ich hatte irgendwie so, ja, so ein bisschen Bezug dazu und dachte mir, ja klar, cool, klingt witzig, machen wir mal. Das war irgendwie Midgard. Wir haben dann Midgard gespielt. Das war kurz nach dem Abitur, habe ich irgendwie ein paar Leute aus dem damaligen Abi-Stufe zusammengetrommelt, haben wir Midgard gespielt. Der Spielleiter hat war nur einen Abend da, der hat dann irgendwie im ersten Abend sind alle Charaktere gestorben. dann haben wir nochmal von vorne angefangen und ja, böser Traum gewesen so ungefähr. Und dann hat er mir keine Lust, keine Zeit mehr gehabt und dann habe ich das selber übernommen als Spielleiter. Also notgedrungen, weil irgendwer musste ja. Und dann haben wir so Kästchen-Dungeon, also wir haben mit Midgard Dungeon Crawl gespielt, was halt auch so semi-gut funktioniert hat. Aber es war schon witzig. Das ging dann relativ schnell, dass ich so das Gefühl hatte, das ist irgendwie was, da habe ich Bock drauf. So dieses Erzählerische und eine Welt entwickeln und auch mit den Regeln und so. Dann auch mein eigenes Bestiarium geschrieben für Midgard. Weil wir hatten, ich hatte nur diese eine Box, wo die irgendwie so die ersten drei Hefte drin waren. Es waren ja noch so gelb-rote und gelb-orangene Heftchen, die man da irgendwie bekam. Und da war halt nicht viel drin. Und deswegen habe ich dann irgendwie dann angefangen, selber was zu machen. Weil ich zuerst gar nicht wusste, wo man neue Sachen herbekommt. Weil du hast da überhaupt keinen Bezug zu. Da hat es eigentlich schon angefangen, dass ich gedacht habe, ich kann es auch selber machen. Ja, also ich baue mir meinen eigenen, also basierend auf der Karte, die wir hatten von Midgard, baue ich mal meinen eigenen Hintergrund und baue meinen eigenen Kram da rein. Und so hat das eigentlich angefangen. Also da war die Idee dabei, dass man es auch selber machen kann. Ja, ich kenne Midgard gar nicht, nur vom Namen her. Ist auch klassische deutsche Fantasy. Ist ja was Deutsches, das darf man ja nicht durcheinander werfen. Das ist das älteste, soweit ich weiß, älteste deutsche Fantasy-Rollenspiel. Also es ist älter als DSA. War halt kommerziell nie so erfolgreich. Und ist von den, lass mich lügen, Franke, ist das richtig? Ehepaar Franke, glaube ich. Die das, glaube ich, sogar bis heute noch betreuen. Also ist so ein Hobby-Ding, teilweise eben aber auch für einen Verlag. Es gibt ja auch eine neue Auflage von, die soll gar nicht so schlecht sein. Ich habe da aber nie reingeguckt, deswegen kann ich da jetzt kein qualitatives Urteil zu fällen. Also es würde mir einfach nicht zustehen. Aber war halt mein Einstieg tatsächlich. Ich habe mit Midgard angefangen. Und dann eben DSA, Shadowrun, Earthdawn und dann wurde es halt immer mehr. Ja. Ich habe gerade geschaut. Elsa Franke, Verlag für Fantasy und Science-Fiction-Spiele, VFSF. Genau, die habe ich einmal, glaube ich, getroffen auf der RPC, also der Roleplay Convention in Köln. Die gibt es ja auch nicht mehr. Da war ich mal in der Orga drin und da habe ich die einmal getroffen. Das muss 2007, glaube ich, oder 2006 gewesen sein. Was wieder zeigt, man wird halt alt, ne? Wobei wir beim Bart sind. Ja, beim Bart kann man immer so schön kruscheln. Ja, du hast ja auch einen. Ich meine, Holla die Waldfee. Ja, warte, er ist noch länger. Moment, ich muss hier. Da kann man sein komplettes Mittagessen drin verstecken. Ja, und das Frühstück. Ich bin ja innerlich ein Zwerg, deswegen spiele ich auch immer nur Zwerg. Ich weiß, das ist für andere langweilig, immer das Gleiche zu spielen. Aber ich will mich halt anpassen und ich krieg's halt von der Größe nicht hin, also von der Körpergröße, weil ich zu groß bin. Mit 1,90, aber ich versuche den Bart halt nach unten anzupassen. Ist mir auch sehr sympathisch. Also Zwergenspieler sind mir per se sympathisch. Ja, sehr gut. Lobenswert. Äußerst lobenswert. Ich weiß noch, das erste Mal habe ich der Bruder vom Klassenkamerad von mir, der hat gesagt, er würde gern DSA spielen. Und, nicht der Bruder, der Cousin. Ist das Cousin oder Cousin? Ist das Cousin oder Cousin? Was weiß ich denn? Es kommt darauf an, wo du herkommst. Also ein Verwandter, genau. der hatte, also das waren aber zwei Brüder und die haben dann immer mit uns gespielt. Also wir waren auch schon auf der Realschule, so ist jetzt nicht. Irgendwie die letzten 2-3 Jahre auf der Realschule haben wir das dann zusammen gespielt und so kam ich dann irgendwie dazu. DSA 3 noch. Hast du ja DSA eigentlich gespielt? Ja, selbstverständlich. Also was für eine komische Frage. Ja, ja. Wäre ein bisschen doof, wenn man DSA 5 mitentwickelt und so, DSA, ja, nö, brauche ich nicht. Rein theoretisch. also ich hab mit DSA 3 dann also eingestiegen, habe DSA 4 mitgemacht. Ich kann mich daran erinnern, weil Frank Werschke der war auch bei uns in der Rollenspielgruppe drin. Deswegen bin ich da auch später beim Schreiben bei Shadowrun und sowas mit eingerutscht. Weil der halt bei Fanpro war, kam der halt auch günstig an die Sachen dran.
Und ich kann mich da noch an die ersten DSA 4.0 Boxen erinnern und wie wir uns da irgendwie reingewühlt haben. Und ich war halt damals relativ regelaffin allgemein und konnte mich da, also das andere haben dann irgendwann die Fahnen gesteckt. Das verstehe ich nicht, ist mir zu kompliziert. Aber da war man halt noch jung und voller Energie und hat sich dann da wirklich reingewühlt und irgendwie geguckt, wie funktioniert das alles und so. Und klar, es lief halt nicht alles rund, aber ist egal, wir machen das jetzt. Da haben uns halt irgendwelche Wüstenkombinationen zusammengeschraubt an Charakteren, weil du halt mit diesem Professions- und Rassekultur-Ding so viel Wüstenscheiß bauen konntest. Mhm. Gerade wenn man guckt, okay, welche Profession hat die meisten Vorteile? Ja, und die höchsten Eigenschaftsboni und so. Ja. Am besten zu einem niedrigen Preis und dann hast du halt dann immer irgendwie deinen Bergmann Tagelöhner / Steinbrecher gebaut oder sowas, ja. Das ist ein Zwerg natürlich, wie ich das gehört. Lobenswert. Eben. Und also Sachen halt. Ne? Und da kann ich mich noch gut an erinnern. Das haben wir wirklich dieses ganze DSA 4-Ding da mitgemacht, also auch DSA 4.1 und so. Von daher habe ich durchaus, glaube ich, eine solide Erfahrung mit DSA. Bin nicht so hintergrundfest wie andere. Also bin jetzt kein Hardcore-Fan. Im Prinzip, ich habe alles bei mir zu Hause und habe das alles gelesen und lebe da drin, was ich beeindruckend finde, wenn das jemand kann. Ich habe es halt nicht so, weil ich da halt eher so ein bisschen breiter aufgestellt bin in verschiedenen Systemen, aber da halt dafür halt nicht so tief rein. Aber ja, doch, also ich habe das doch, glaube ich, relativ ausgiebig gespielt. Und ja, bin dann halt auch natürlich bei der DSA-Entwicklung irgendwann gelandet. Also bei Ulysses. Ja. Ja, und dann DSA 5. Und dann DSK. Genau. Aber was ich eigentlich fragen wollte, ist, hast du die 4 Layers von Kampagne gespielt? Nö, ich glaube, ich habe eine kurze Episode mal drin gespielt. Ja. Aber das war's auch. Semiala haben wir gemacht. Ich habe Jahr des Feuers in zwei verschiedenen Gruppen. Die erste Hälfte in der einen, die andere Hälfte in der anderen Gruppe. Ich habe die erste Hälfte von 7G gespielt. Dann haben wir irgendwann abgebrochen, weil das irgendwie alles nicht funktioniert hat. Also ich habe schon, also auch so von den größeren Sachen, einiges mitgemacht und miterlebt, aber halt nicht alles. Also und viele kleinere Sachen nicht. Und also auch bei Splitterdämmerungen, da hatte ich aber keine Runde aktuell, deswegen hatten wir da auch jetzt nicht so viele Möglichkeiten, das zu machen. Aber ja, also es ist trotz allem so, dass so ein, glaube ich, ein Effekt, den auch viele nachvollziehen können, dass man kann auch andere Systeme spielen, aber man kommt halt irgendwie nach Hause, wenn man DSA spielt. Also gerade wenn man länger DSA gespielt hat, weil man kennt da die Welt, ist halt auch relativ tief definiert, wobei das eher gefühlt ist, tatsächlich. Also es hat eine gefühlte Erzähldichte, aber so, also wenn man da wirklich reinschaut, ist es häufig dann doch irgendwie sehr, sehr viel lückenhafter, als man denkt. Mhm. Und es ist halt, man findet sich halt zurecht. Es ist halt irgendwie was Bekanntes und das Schöne ist, dass man in diesem Bekannten halt auch mal wieder neue Sachen entdecken kann. Was ist eben, und das ist halt auch da, glaube ich, ein wichtiger Gedanke bei DSK, da sind wir dann wieder, ja, dass man quasi diese Welt oder die Aventurien nochmal neu aus einfach aus anderen Blickwinkeln, aus anderen Augen erleben kann. Ja, dass irgendwie schon das die Heimat ist, wenn man so will. Das Bekannte, aber es ist halt trotz allem irgendwie neu, ja, und es ist anders und es hat einen anderen Blickwinkel und eine andere Herangehensweise und es ist auch ein bisschen, ja, wie formuliere ich das jetzt, es ist manchmal ein bisschen überdrehter vielleicht oder ein bisschen ausgefallener, ja, also die ausgefallenen Sachen sind etwas komprimierter bei DSK, da kannst du halt in einem Abenteuer mal irgendwie in jemandes Turm einbrechen oder einen kurzen Kaffeetrip in die Niederhöllen machen oder sowas. Alles auf 16 Seiten, was halt normalerweise bei DSA ein gigantischer Aufwand wäre und entsprechend auch ausgearbeitet wäre, wo man sagt, ja, nee, komm, mach halt. Ja, warum nicht? Hau raus, hier hast du einen Gebäudeplan, eine halbe Seite Beschreibung, du schaffst das schon. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen quasi das dann einfach so ein Schritt weiter. In den Turm war ich schon. Ich hoffe, ihr habt ausgiebig Unsinn getrieben in dem Turm. Ja, natürlich. Es war sehr witzig. Hat Spaß gemacht. Da nochmal danke an Katha, an die Rattenkönigin. Ich wollte eigentlich noch irgendwas anderes fragen, aber da bin ich jetzt irgendwie... Ja, wir sind jetzt nicht sehr themenfest, glaube ich. Wandert immer so ein bisschen aus. Ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt eine Stunde schon oder an eine Stunde 10 so in dem Dreh.
Danke an alle, die es bis hierhin geschafft zuzuhören. Und zum Abschluss, die wichtigste Frage überhaupt. Also wie war das jetzt mit der Jugend und den Ägyptern? Es gibt ein Zitat, das wird, glaube ich, immer mal gerne Sokrates untergeschoben. Mhm. Ist es aber nicht. Es ist irgendwie aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Also es gibt es bestimmt nicht. Also so traurig es sein mag, dieses Zitat in der Jugend von heute und alles ganz schlimm und rasen mit seinen ihren Streitwagen durch die Straßen, haben alberne Frisuren und sowas. Das ist ein Fake. Ah, okay. So leid es mir leid tut, aber ich bin mir sicher, auch die Ägypter haben schon gesagt, die Jugend von heute, aber es ist nicht zitatfähig. Oh, schade eigentlich. Manche Sachen wären einfach so schön und dann stimmen sie nicht. Ja, also ich bin mir sicher, die Einstellung haben sie gehabt, weil ich glaube, das ist kulturübergreifend, ja, dass sich die Alten über die Jungen aufregen und die Jungen über die Alten. Aber es ist halt nicht in der Form, vielleicht gibt es andere Zitate, keine Ahnung, aber soweit ich war, also die Literaturdichte aus dem vorgriechischen Ägypten ist jetzt auch nicht so gigantisch groß, gerade wenn es um Alltag geht, deswegen wird es Ja, okay. Wieso heißt das vorgriechisches Ägypten? Weil Alexander das einmal besetzt hat und dann haben sie die Ptolemäer da breit gemacht, also so Griechen, Mazedonen, keine Ahnung, ich bin jetzt kein Spezialist da drin, aber und die haben für die Kultur einen wichtigen Einfluss gehabt, was aber wirklich jetzt echt überhaupt niemand mehr interessiert. Von daher, willkommen in der Welt der Geschichte. Welche Überraschung, wir wollen über Katzen reden. Also, die Ägypter. Ja, es ist aber jetzt auch eine sehr grobe Zusammenfassung, kann man sich mal einlesen. Die ägyptische Geschichte ist allgemein ein ganz spannendes Feld, auch wenn es um Katzen geht, besonders wenn es um Katzen geht. Ja, okay, dann glaube ich, müssen wir eine extra Episode die Katzen in Ägypten machen, oder? Können es versuchen. Also ich glaube, das wird ein fröhlicher Hort des Halbwissens. Aber ja, vielleicht kennst du noch einen Ägyptologen. Leider nicht. Das ist ein Problem, das ich habe aktuell. Falls ein Ägyptologe hier zuhört, ja, und Interesse hat, irgendwas mit Katzen zu machen und mir vielleicht mit ein paar Infos helfen möchte, bitte melden. Ich suche seit Wochen, eigentlich seit Monaten, einen rollenspielaffinen Ägyptologen. Oder eine Ägyptologin, das ist mir persönlich relativ wurscht, gerne mit grundlegenden Kenntnissen in Alt- oder Mittelägyptisch. Nicht zwingend, wäre aber hilfreich. Jeder, mit dem du darüber sprichst, wird schon sagen, na, hast du denn mal in diesem Museum nachgefragt, wo diese Maske hängt? Meistens sowas, ja, ich interessiere mich ja auch für Ägypten. Was sind denn deine Fragen? Und dann frage ich, was ist die Pluralbildung von Schepech? Und dann hört es auch wieder auf, weil die merken, okay, das ist doch tiefer, als ich dachte. Bei wen fragst du das? Also irgendwo. Also ich habe auch schon in Discords gefragt und nämlich in Rollenspielforen und sowas. Und da hört es dann meistens auf, weil das ist dann halt nicht mehr, ich sag mal, Hobbyisten, sondern es geht halt dann schon in die Sprache rein. Und das ist halt dann schon, ich sag mal, da muss man halt schon ein bisschen Ahnung haben. Die habe ich auch nicht, das ist das Problem, weil die es nicht so einfach anlesen lässt. Und deswegen brauche ich einen Ägyptologen zur Weiterentwicklung von Die Schwarze Katze. Aber gibt es das nicht im Deutschen Museum oder irgendwie so? Es gibt doch irgendwo in Deutschland diese Ägypten-Ausstellung. Ja klar, es gibt durchaus jede Menge Ägyptologen in Deutschland, aber es gibt nicht viele, denen ich ohne viel Aufwand erklären kann, wozu ich es brauche. Ach so. Weil wenn ich jetzt Schilderfotologie zu einem Ägyptologen und sage, hallo, mein Name ist X, ich möchte gerne etwas über Katzen schreiben. Ich habe da eine Frage zur Pluralbildung. So, what? Ja, das ist dann halt auch wieder so ein bisschen problematisch. Dann wäre meine Frage noch, wieso Pluralbildung? Ja, es geht hauptsächlich um Namen und Begriffe und sowas und wie die Ägyptischen funktionieren. Das würde mich ganz gerne interessieren. Das interessiert mich durchaus. Weil die Katzen von Fasar, das kann man, glaube ich, jetzt, es ist kein großes Geheimnis, sind so ein bisschen ägyptisch angelehnt auch, so von der Visualisierung her und von den Namen und so. Hm. Und natürlich wäre es cool, wenn das auch wirklich funktioniert, was wir da machen. Also nicht einfach nur, es klingt so ein bisschen ägyptisch, sondern es wäre natürlich ein Bonus, wenn das wirklich Hand und Fuß hat. Ja, und nicht einfach nur irgendwas, wo man dann beim zweiten drauf gucken, also wenn jemand oder jemand da Ahnung hat, feststellt, das ist Quatsch. Ja, so ein bisschen so wie bei Shadowrun, wenn die Amerikaner das deutsche Motorrad BMW Blitzen nennen. Weil Blitzen, das haben sie im Wörterbuch nachgeschlagen, das klingt so cool. Mhm. BMW Blitzen, okay. Ja, oder der Bösewicht, wie hieß der nochmal? Zahnarzt The Bodiless bei Warhammer. Was? Zahnarzt The Bodiless? Ja, die haben geguckt, oh, Dentist klingt gemein, was heißt das auf Deutsch? Ja, und haben sie ihn so genannt. Okay. Weil die Amerikaner da halt teilweise auch sehr schmerzfrei sind. Und das kann ich auch machen,
aber mein Respekt vor den Ägyptologen ist bisher viel zu hoch, dass ich sagen würde, ich komm, ist drauf geschissen, machen wir einfach. Mhm. Sondern es wäre natürlich cooler, wenn ich jemanden hätte, dem er sagen könnte, wie das sinnvollerweise funktioniert. Mhm. Ja, das kann ich irgendwie verstehen. Also, werte Ägyptologen, die diesen Podcast hören, oder wenn ihr einen Ägyptologen kennt, gebt Jens die Kontaktdaten oder schreibt sie mir, ich leite sie weiter. Und dann wird alles viel toller in Fasar. Noch toller. Noch toller, wird super. Das denke ich mir jetzt schon. Ja, okay. Dann möchtest du noch etwas loswerden? Ja, selbstverständlich. Spielt mehr Rollenspiele. Ja, da kann man nicht viel zu sagen als, spielt mehr Rollenspiele. Dann danke ich dir für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ja, das haben wir. Ja, und wahrscheinlich machen wir das nächste Mal ohne Thema, sondern gucken einfach mal. Es wird dann noch schlimmer. Ja, aber das macht bestimmt allen ganz viel Spaß, die hier zuhören. Ich weiß es nicht. Also es ist halt immer so ein bisschen meandrig, ja. Es wandert immer so ein bisschen thematisch hin und her. Vielleicht fürs Autofahren ganz witzig, keine Ahnung. Kann man ja mal Feedback geben, weiß ich nicht. Ob lieber ein Thema hart abarbeiten oder eher so ein bisschen, wie es kommt und ein bisschen anekdotisch erzählen. Beides können wir gerne beides machen. Wenn Themen, können wir auch gerne Themen vorschlagen, glaube ich. Ja, klar. Ja, bin da sehr offen. Ja, von daher kommuniziert mit uns. Genau. Und sucht euch irgendeine Kommunikationsmöglichkeit aus, egal wo. Ja, wo bist du alles? Wo kann man diesen Podcast überall hören? Also diesen diesen Podcast kann man hören auf, also über die Webseite ganz klassisch, dann über YouTube, Spotify, iTunes, Deezer. Ja, ich glaube, das war's. Und dann halt noch diese anderen Dinger, die einfach alle freien Feeds irgendwo catchen. Muss jetzt nicht irgendwie am Ende noch des Podcasts noch irgendwas kommen wie beißt in die Glocke und abonniert dieses Fahrrad oder so? Ah ja, genau. Unterstützt uns oder mich dann in dem Fall. Kommt aber natürlich auch den Gästen irgendwas zugute beim Auf, Steady und Patreon. Du hast ein Patreon? Ja, aber ich habe die noch nicht freigeschalten. Also ich habe die schon mal angelegt, aber... Also, wenn ihr richtig gut sucht, ja, und Hacking-Skills habt, dann unterstützt ihn bei Patreon. Ja, oder Steady. Ich muss das mal irgendwann, ich wollte das jetzt mal irgendwann demnächst mal freischalten. Das mal angelegt, aber irgendwie, es kam jetzt auch keine Folge mehr. Jetzt ist mal wieder ein Grund. Also, es piept jetzt gerade hier im Hintergrund. Das ist mein Drachen. Das Wasser ist langsam aus und deswegen wird er piepserig. Das ist bei Wasserdrachen häufiger so. Das kenne ich als Problem. Mhm. Ja, also unterstützt uns, lasst ein Abo da und drückt die Glocke. Also das geht ja echt, weil wir auch auf YouTube sind. Ich weiß nicht mehr, wozu diese Glocke gut ist. Ich habe die nie gesehen, deswegen... Die Glocke ist, nachdem du auf Abonnieren drückst, hast du rechts daneben eine Glocke und wenn du dann da drauf drückst und sagst jede Benachrichtigung, dann kriegst du eine Benachrichtigung. Aber YouTube ist übrigens ganz böse, seit dem 13. bekommt man die Benachrichtigung nicht mehr per E-Mail. Finde ich total kacke. Es haben nämlich angeblich zu wenig Leute benutzt. Ich habe halt überhaupt eine E-Mail bekommen, die habe ich dann automatisch in Unterordner verschoben und dann habe ich nach und nach meine Sachen angeschaut. Und das geht nicht mehr. Aha. Neue Medien so. Ja, also von daher genau, drückt irgendwas, abonniert eine Zeitschrift oder was auch immer ihr für richtig haltet und genau. Genau. Oder schickt uns Umschläge mit Geschenken. Oder so. Altpapier. Genau, sagen wir Papier mit Zahlen drauf. Das sind die besten Geschenke. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ich danke dir. Ich danke euch allen da draußen, die ihr bis hierhin durchgehalten habt und sagt Bescheid, ob wir etwas fokussierter sein sollen das nächste Mal und welche Themen wir abhandeln sollen. Und dann wünsche ich noch allen einen schönen Morgen, schönen Abend, schönen Mittag und einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.